Danke. Wolkens. Am Wochenende ist mir die heilige Maria erschienen. Ich bin gerade vom Fernseher gesessen, habe mir Sendung reingezahlt, wie es die frustrierten Weiber gern sehen. Auf einmal war es da, beim Fenster. Leichtung gestreut hat es, im ganzen Zimmer, und da war es halt zittern. Altmodische Fetzen hat es auch gehabt, aber trotzdem hat es fein gewirkt. Ganz sanft hat es mir angeschaut. Zuerst war ich einmal herbeilt und still, aber dann habe ich es gleich zur Brust genommen. Verdammt, bist du da reingekommen? Was willst du da, du Schnallen? Sie hat ganz friedlich geschaut und gesagt, Michael, du bist vom rechten Weg abgekommen. Ich hab einmal meine Augen fest zugedruckt, zum Anchecken, ob ich nicht mit einer Einbildung rede. Aber wie ich die Augen wieder aufmache, war sie immer noch da. Haben wir einmal was miteinander gehabt, wo ich mir denkt und gemerkt, dass ich es auch ausgesprochen habe. Wir sind in Liebe vereint und der Sohn Gottes ist unser aller Glück. Liebe? Vereint? Sohn? Scheiße, du bist Alimente von mir! Verschwinde, kenn dich nicht! Hab ich geschrien. Und mir geschworen, dass ich in der Fetten nie wieder solche Schnepfen flach leg. Und dass ich auch weniger saufen sollte. Ich bin gleich in die Kuchel und hab mir einen selber brennen geholt, um wieder auf klare Gedanken zu kommen. Nichts zugeben, einpaschen, kalt machen, hab ich mir überlegt. Ich hab mich noch nicht entschieden. Aber wie ich wieder im Wohnzimmer gekommen bin, war's weg. Und ich fertig. Ich hab nachgedacht über mein Leben, meine Kindheit, Mahatma Gandhi, warum die Deutschen nicht Kaffee sagen können. Yes, Kaffee! Yes! Und dass man sich totstellt, wenn man Braunbären begegnet. Meine Mutter ist mir in den Sinn gekommen. Sie hat's immer gesagt, Kaffee heißt das. Mutter, du hast ja so recht gehabt. Meine Eigeln sind feucht worden. Und ich habe mich an ihre Stimme erinnert. Wir sind eine anständige Familie, wir gehen nicht in den Häfen. Lass dich nicht erwischen, Bub. Ihre wenigen Haare waren einmal grau und immer zodert. Ihre riesige Dudeln haben ihre Warmherzigkeit betont. Sie war so edel, so gutherzig. Die richtigen Werte sind es, die zählen. Die Familie ist höchstes Gut, wo man Rückhalt, Verständnis und Einigkeit hat. Das waren ihre Worte, die Worte von Mutter. Der Begriff, der mir sofort einfällt, wenn ich an meinen Vater denke, ist Gewahrsam. Das war meistens. In Gewahrsam der Justiz. Ich habe ihn nicht oft gesehen. Dann habe ich auch noch einen Bruder und eine Schwester gehabt. Und zwar wöhnsichtig. Die haben gewusst, was heißt, vernachlässigt zu werden. Und wie das ist, wenn man nichts zum Fressen kriegt. Trotzdem habe ich es beneidet. Mein Verdroschen sind es nicht geworden, so wie meine Geschwister. Meine Mutter hat es nicht fangen können. Aber sie war gescheit und hat es zum Helfen gewusst. Sie hat Daft auf die Fegel gesprüht und dann auch gezogen. Das haben die Wöhnsittich nicht so cool gefunden. Aber die Familie hat so viel gelacht, so viel Liebe und Harmonie in diesen Stunden. Mutter hat sich immer um unsere Erziehung gekümmert. Sogar wenn sie mit irgendeinem Onkel in der Kuchel stundenlang Schnaps probiert hat, hat sie uns vom Fernseher gesetzt und die Wolken eingeschalten, um uns die richtigen Werte zu vermitteln. Schön war das damals, das habe ich da erst wirklich begriffen. Und ich bin einfach da gesessen und habe mich angesoffen. Lindenstraßen hat mir nichts gegeben und nicht einmal zum Kiewereiposchen habe ich Lust gehabt. Ich habe nachgedacht, was das für einen Sinn haben soll, wenn man Braunbären begegnet und sie totstellt. Ich habe nachgedacht über meine Träume von damals. Ich wollte ein gefeierter Balletttänzer werden. Dann Ornithologe. Die Wöhnsittiche haben mich damals sehr geprägt. Dann ist mir eine Vision eingefallen. Ich bin der Autor des nächsten Jahrhundertromans, hat eine Stimme zu mir gesagt. Da habe ich gewusst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. So habe ich mich an die Schreibmaschine gesetzt und stundenlang geschrieben. Ein Roman. Den Roman. Um 3 in der Früh war ich fertig. Haben wir den Roman nochmal durchgelesen und haben mich gefreut. Vorbestellungen über Verlag möglich. Außerdem haben wir da noch gedacht, wenn du dich bei einem Bären totstößt, hoffentlich ist der da nicht nekrophil. Dankeschön. Da traue ich mich jetzt gar nicht anfangen. Weil das beginnt mit den Worten, es gibt ja so Damen, sagt's bitte nicht katzen. Karrierefrauen fast. Und sie tun alle fein, denen darfst nicht die oberste Lackschicht ankratzen. Da kenne ich ja eine so tough und so fit, da glaubst, wenn's verhandelt, ein beinhartes Schwein. Wie die redet, die ist sicher urkalt im Schritt.
Aber bis dann bei ihr nur auf einen Kaffee, ja dann wird's auf einmal ein schmusiger Fähigrad, dass nicht gleich antanzt in den Klischee. Na, sie hat sich in den Job zu Beasser genommen, ist gekündigt worden, ist sie zu mir ausreden gekommen, ich hab ihr einen Haken geschenkt in unserer Firma, aber sie sagt gleich, hörst du, deklarier mal uns nicht als befreundet, das ist nicht so günstig. Ich habe innerlich gelacht, weil ich es kennt habe als brünstig. Sie hat gespürt so auf tough und so fein und so fit. Gerade, dass es nicht auswärts ist, gegangen aufs Klo. Und ich war für sie jetzt nicht mehr wie ein Floh. Aber ich war mir sicher, die kriegt noch einen Tritt. Und hab heimlich grinst. Und da tut es noch so. Und da tut es noch so. Ich hab, glaube ich, nicht einmal du sagen dürfen. Sie hat sich schon langsam zur Chefin entwickelt und unsere Freundschaft war fast schon zerstückelt. Und, wenn du uns gesehen hast, dann hätte es glatt gemeint, sie ist die Gestopfte und ich ne Garant. Bei sie hat es mich angefacht, hab ich was vergessen. Doch einmal, da hat ja dann sie ganz vergessen, was sie die anderen so vorgaukeln will und ist einmal eine Stunde auf mein Schoß plötzlich gesessen. Der Chef schleicht vorbei, hat dann weiter gegrinst und junge Kollegen haben Zeichen schon gemacht und nur so, dass es nichts gemerkt hat, haben sie gelacht. Auf einmal natürlich, da kommt es plötzlich drauf, jö, sie sitzt auf meinem Schoß und sie springt sofort auf. Von da weg war aber der Bann dann gebrochen. Sie wollte mich zwar wieder total unterjochen, aber die Kollegen, die haben sich gehauen, oh, sagt's, seid ihr es nicht zusammen, was? Und da tut's noch so, und da tut's noch so. Na, zusammen war ich eh nie so richtig mit ihr, und ich hab mir auch gesagt, das gibt's nicht, dass sie das nicht gemerkt hat, dass sie da bei mir auf dem Schoß sitzt. Wahrscheinlich hat sie auf ihre eigene Schnapsidee geschissen, und bald hat's dann eh schon das Handtiefel geschmissen. Aber irgendwann war ich dann wieder bei ihr und sie tut wieder fein, aber greift mir in die Haare und auf einmal, da liege ich dann wieder neben ihr und gerade nachdem es schön war, wie gar nicht zuvor und gerade, weil es so schön war, das Küssen und Lieben, da bleiben wir so liegen, jetzt fahr ich ihr durch die Haare und auf einmal sagt sie, findest du es übertrieben? Nein, sag ich, wunderbar war es, dich zu lieben. Wie kommst du auf sowas? Übertrieben? Gedummert, sagt's. Du, das meine ich ja nicht. Ich wollte dich nur fragen, findest du es übertrieben, so nebeneinander 9 Männer zu lieben? Da habe ich ein bisschen geschluckt, gib ich zu. Und ich denke mir auch gar nicht, na servus, du, na ja. Nein, da fahre ich ja lieber noch einmal durch die Haare und denke, und da tut's noch so. Und da tut's noch so. Guten Tag. Hallöchen. Am guten Tag fällt mir die Seifen beim Baden nicht ins Wasser. Am guten Tag ist Sommer und schönes Wetter und ich stehe am Hof und ich schaue runter in die Stadt und ich sehe voll weit. Bis um mich ins hinterste Eck vom Tal, da wo die Buben wohnen, meine Buben. Und ich denke, nirgends ist so schön wie da. Am guten Tag kommt die kleine Irmi vom Bauern um, vom Hurmler Bauern. Sie hat keine Schuhe, die kleine, aber sie hat die rote Jacken, die ihr gestrickt hat. Und sie fragt mich, ob ich allein bin. Ja, weil die Buben weg sind, weggeheiratet und weggestritten und wegblieben. Und ich sag, na, weißt Irmi, ich hab ja die. Und ich gebe ihr Schokolade und sie freut sich. Am guten Tag schaffe ich 4 Bad Jossen. Am guten Tag bleibt mir die Milch nicht am Rand bitten bei den Deck und das Wasser wird auch warm. Am guten Tag gibt's keinen Marder und keine Mais im Stadel, die laut sind und in der Nacht. Die lauten in der Nacht und ich kann gut schlafen. Am guten Tag höre ich nicht einmal den Fernseher neben mir im Zimmer von der Hanni.
Und guten Tag spielen meine Hände und meine Füße nicht. Wenn es anders ist, dann gehe ich fragen um eine Tabletten und um vier ist am Zwarer die Barbara Karlich. Und guten Tag fragt mich der Bäcker, wie es meine Buben geht. Und er gibt mir ein gratis Semmel und er ruft nicht wo an und sagt, ich soll da bleiben, bis sie kommen und mich heimbringen. Und guten Tag kriege ich einen Platz neben der Heizung, da wo es am besten zum Fernseher, da wo man am besten zum Fernseher sieht. Und guten Tag scheint das Licht über dem Berg, so auf ins Tal und in mein Zimmer und die Vögel singen und ich glaube, ich höre sogar irgendwo eine Maus. Und guten Tag kennt mich die Hanni noch. Die Hanni aus der Schule, die mir dann später auf die Burm geschaut hat. Sie hat nicht mehr so viel guten Tag, die Hanni. Und es ist schon traurig, wenn sie mir beim Frühstück fragt, wie ihre Haas und seit wann ich da bin. Und guten Tag ist Herbst und es ist schönes Wetter und ich stehe am Hof und ich glaube, die bladeln zusammen. Und ich schaue in die Stadt, da wo die Buben jetzt wohnen. Und ich denke, ah ja, anrufen muss ich es, wegen Rechnungen, dass wir was vorausschießen. Den Hof müssen sie uns verkaufen und das wissen sie und das wird uns nie geschehen lassen. Am guten Tag komme ich ganz allein ins Gewand und ich kann die Jalousie selber aufziehen. Am guten Tag, da kommt die Irmi und wir kochen einen Schmoren oder einen Rindsgulasch, das kann schon, und sie erzählt mir dann, in welche Universität sie bald geht. Linz oder Wien? Na, den Janker, den ihr geschenkt habt, den mag's nimmer, sagt's, aber ganz höflich. Linz oder Wien? Und mir geht's in den Milchrand aus vom Schmoren oder Salzburg. Aber da sind nur beide Leute. Und guten Tag. Da schneibelt's den ganzen Tag. Und da kennen die Buben nicht aus, die zwei Kloren. Und dann helfen sie mir beim Keksbacken. Vanillekipferl und ein Lebkuchen und sie freuen sich und die Frau vom Hubner, die kriegt in einer schneiderten Nacht eine Madel. Kerngesund. Irmi, wollen sie es nennen. Am guten Tag, da lachen wir alle und wir fahren an den See und die Buben spülen und ich sage, sie sollen aufpassen bei den Steinen. Am guten Tag ist Muttertag und ich krieg in der Früh von Erna ein Liedl. Am guten Tag gefällt mir das Bild, das wir aufgehängt haben. So Leute, so eine Familie, die stehen unter einem Baum und sie lachen. Und das hätten meine Söhne geschickt, haben sie gesagt. Die Madeln mit den weißen Kleidern, meine Söhne, und ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Am guten Tag kommen sie und sie sagen in so einem lieben Ton, es ist jetzt Essenszeit und das ist gerade ein Plätzchen im Fernsehen und ich freue mich, wenn das Essen noch so grausig ist. Und schlechter Tag? Gibt's eigentlich nicht? Nein? Also Kopfweh habe ich manchmal und halt die Fies und der Rücken und ja, aber das muss halt so sein. Schlechter Tag? Nein, aber manchmal da kommen die Madeln mit den weißen Kleidern und sie stehen lang in der Tür. Mit zwei so jungen Mannsbildern. Und sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Kommt mir vor. Und sie warten und sie gehen dann nach einer Zeit und sie lassen die zwei Mandeln weiter warten. Ich meine, sie warten, dass ich was sage, aber ich sag nichts, weil ich weiß auch nicht, was sie sagen. Guten Tag. Und ich schaue nur so vor mich hin, so wie ich damals oben gestanden bin und ins Saal geschaut habe. Und ich schaue nur und nach einer Zeit gingen die zwei Burschen wieder. Und ich höre die Madeln draußen die Tür aufmachen und sagen es der dann allein, sie sollten es vielleicht da anders mal probieren. Das war halt wieder mal ein schlechter Tag.